Moin, herzlich willkommen zurück zur Nachmittagsausgabe hier am Samstag. Unser neu gekauftes Feld, das Feld 38, es muss gedüngt werden, also Roggen drauf. Das heißt, ich muss einen Feldkurs berechnen. Nein, automatisch, da wollte ich hin. Feld 38 auswählen. Die Düngekurse, die mache ich ja immer. Die speichere ich ja nie, weil ich ja im Normalfall gar nicht düngen brauche. Weil ich das ja nur brauche, wenn wir neue Felder kaufen. Ansonsten düngen wir ja direkt beim... Ich spiele ja nur mit einer Düngestufe. Und ich dünge ja dann immer direkt beim... ihr wisst schon. Ich dünge immer direkt beim Säen, weil ich eine Direktsaatmaschine mit Düngefunktion habe. Ich brauche nicht grubbern. Ich weiß, ich mache mir das ziemlich leicht. Vielleicht sollte ich auch mal einfach auf einer kleineren Map nochmal spielen irgendwann. Vielleicht im 19er. Und da dann mit drei Düngestufen, mit Flügen und so spielen. Und dafür dann aber alles eine ganze Nummer kleiner. Mal gucken. Jetzt im LS17 wird das nicht mehr passieren. Aber vielleicht etwas später dann mal. So, okay. Der hier macht seine Arbeit. Das ist schön. Der düngt das Feld eben schnell. Wir gucken mal, was hier mit dem Puma los ist. Ob man das jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Und das sollen jetzt Schafe. Ja, gut, vielleicht. Ja, toll war das nicht. So, und welcher ist hier oben fertig? Das war Feld 45, ne? Es ist unfassbar. So. Der Puma, ja, ist klar, der steckt jetzt im Verkehr fest, weil da der andere Abfahrer steht, weil der Kurs scheiße eingefahren war. So. Wir sind hier oben auf Feld 45 gleich fertig. Das ist so krass. Und der nächste hat die Aufgabe erfolgreich erledigt. Ja, das war auch echt dämlich von mir. Fahr man jetzt noch nicht hinter den Drescher, lass den man erstmal. Und auch er hat die Aufgabe erledigt.
Nein. Ja, es musste zwischendurch mal eingegriffen werden, gerade jetzt so in den Schlussphasen, wo die eigentlichen Bahnen gefahren worden sind. Ich würde, glaube ich, nächstes Mal noch mehr Vorgewende fahren, weil das war einfach viel entspannter. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass das super funktioniert hat. Und er ist auch fertig. Und was sehen wir hier? Ein abgeerntetes Feld 45. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Hat echt Laune gemacht. Als ich es am Laufen hatte, war es echt geil. Also das möchte ich gerne jetzt im LS17 nochmal machen. Hier das Feld weghämmern. Hallo. Warum reagierst du nicht auf meinen Tastendruck jetzt? Also, wo wir gerade hier stehen, können wir den auch noch eben zum Abfahren schicken. Es gibt hier nichts mehr. Ja, ich weiß, der steht hier im Weg. Mir schon bewusst. Das hat echt Spaß gemacht. Vielleicht war das dann doch nicht so klug. Ja, ja, ja. Nein! 25 Meter. So. Dann gucken wir mal. Ob wir damit denn jetzt mit dem Konvoi von Dreschern hier was vom Acker ziehen. Wieso fällt mir jetzt spontan das Lied Die Karawane zieht weiter ein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mich würde ja jetzt mal die Statistik interessieren, wie viel ich jetzt hier von dem Feld runtergekriegt habe. Das kann ich natürlich nirgendwo sehen. Zumal ich ja auch immer alles gleich weggebracht habe. Aber wird schon einiges gewesen sein. Das mit den Überladewagen, gerade für so ein großes Feld, hat mir sehr gut gefallen.
Kann ich nicht anders, nicht anders sagen. Achso, ja, okay. Passt. Ah, hier, die Dingens, das ist natürlich auch rappelvoll. Da müssen wir auch unbedingt hin, die frei machen und Sachen verteilen. So, fahren wir mal hier vorsichtig rum. Die Startpunkte für die Felder hier oben sind ja da hinten. Schaffen wir in dieser Folge sowieso nicht mehr, die jetzt alle wieder in Lohn und Brot zu setzen, die vier. Aber ein bisschen was. Mal gucken. Müssen ja auch erstmal die Abfahrer haben und so. So. Ich fahre jetzt einfach mal hier auf den Acker. Ah, da oben hängen sie schon und kommen nicht mehr mit. Zwei hängen schon fest. Zwei hängen schon fest da. Ja. Na, vielleicht. Na, egal. Den soll ich vielleicht schon mal vorsehen für Hopfen unten. Da brauchen wir ja auch auf jeden Fall einen. Und den anderen, der hier oben hängt. Gott. Wie ist das denn passiert? Habe ich jetzt keine Lust drauf, ganz ehrlich. Der da. Zurücksetzen. Zack. Zurücksetzen. Zack. Super. Gut, die sind also jetzt beim Händler. Der steckt im Verkehr fest, ja, kein Wunder. Abfahrer entlassen. Steuerung F. Abfahrer entlassen. Sehr geil. Feld 45. 100 Hektar Weizen fast. Oh, ihr hört's. Die Zeit ist um. Ja, Leute. Nachher, in 2 Stunden, und nicht ganz 2 Stunden, 16 Uhr, gibt es die nächste Folge.
Let's Play alle 17. Ach Quatsch. Was erzähle ich denn hier für einen Dünnpfiff? Es gibt natürlich keine Folge Let's Play alle 17. Es gibt eine Folge Friesenjung gegen Experience. Auf der Matchmap. Alles andere wäre ja Quatsch. Ja. So, bisher erstmal ganz gut aus. Ja, wir bringen die mal zurück zum Hof, machen den leer und dann gucken wir uns an, wie wir denn hier die anderen Felder weitermachen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Würde mich freuen, wenn ihr nachher beim Match reinguckt und mal was schreibt und so und vielleicht auch beim Experience auf der Seite vorbeiguckt. Wobei, wahrscheinlich sind sowieso alle, die bei mir drauf sind, auch schon beim Experience Abonnenten. Nur umgekehrt noch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warten wir ab. Und hier stehen sie alle. Was für ein geiles Bild. Gut, ich verabschiede mich und sage tschüss.